sind wir mal ein bisschen leger unterwegs, oder? Wie? Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir heißen Sie herzlich willkommen zur nächsten großartigen Folge von Retro Relation. Und zwar der Folge... Weiß ich nicht. Ich auch nicht. 42, warte. Oder? 43. Es gibt Flohmarkt-Action. Soviel zu den guten Nachrichten. Und die noch besseren sind, dass wir mal wieder in meiner Heimat waren, in Mannheim. Mannheim heißt es. Okay. Und das heißt, es wurde wieder GABB-Lat. Zumindest. Und wir haben noch ein paar neue Flohmärkte entdeckt. Wieder mal sehr kurz erwähnt, dass diese Flohmärkte etwas in der Vergangenheit liegen. Wegen dem Aufwand und dem Ganzen habe ich, glaube ich, zu genüge erklärt jetzt. Also ein bisschen sind vom letzten Jahr noch die Flohmarkt. Aber trotzdem nimmt es uns nicht den Spaß daran. So lasst uns loslegen. Ich muss dazu sagen, es waren 3 Flohmärkte wieder insgesamt an dem Wochenende. Genau, 3 Stück. Und deshalb ist es wieder aufgeteilt worden. Also wir mussten wieder aufteilen. Ich glaube, wir müssen sogar den einen Flohmarkt auch nochmal komplett aufteilen, der dann sonntags war. Der war echt groß. Weil der echt, da ist viel abgegriffen worden. Von daher, freut euch mal auf die nächsten Folgen. Da gibt es auf jeden Fall Flohmarkt-Action. Und ich würde sagen, wir legen jetzt los. Entschuldigung, das Spiel da. 2 Euro. Ist aber keine Anleitung drin dabei, ist nur die CD quasi und die Hülle. Na, CD 1 Euro, der CD 2 Euro. Elika! Stück. 20 Euro Stück. Das fliegt wie hier. Alles gut. Ja? Können zusammen oder geht auch einzeln? Genau. Was wird das kosten zusammen? 35. Ohne das. Ohne das? Das extra. Okay. Das ist ein Stück 5 Euro. Alles gut. Videospiele? Haben Sie Videospiele? Welche Spiele? Nintendo, Sony, Konsole, PlayStation. Ich hab zwischen 2, zwischen 3, zwischen 4. Okay. Ich hab Sega. Okay. Was wollen Sie noch? Zwischen 1, ich hab auch Spiele. Spiele, genau. Spiele. Ja, man muss warten, die ja, okay. Später. Alles klar, ich laufe noch ein paar Runden. Ja, man ist jetzt, jetzt ist dunkel und niemand ist gekommen. Ja, klar. Das hier kostet? Nein, das ist 3 Euro. 1,50. Nummer 2. Nummer 2. Danke. Voll schwer, mein Kaffee eh verdienen. Danke, viel auch. Spaß. Danke. 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 Entschuldigung, kann ich Ihnen? Ja, hallo. Ach, hier. Die beiden? 3 Euro zusammen. 3 Euro zusammen. Was kannst du hier spielen?
Stücke, also die sind 5 Euro pro Stück. 5 Euro pro Stück? Ja, also diese, okay, kriegst du diese auch. 5, 10, 20. Okay, rational, ich glaube ich dann. Okay, danke. Dann die waren hier drin, die lege ich wieder zurück. Okay, ein Spiel? 1, 3, 2, 5. Halt echt aus. Aber die spielen 15 Euro. Was kostet hier ein Spiel? 5 Euro Stück. Wenn Sie mehr kaufen, ab 3,84 Euro. Aber das Star Wars ist 10 Euro. 10 Euro, okay. Gut zu wissen. Oh, hier, 5 Euro ist schon viel. Ne? Darf ich das mich nicht auskennen dann? Geht auf 3 Euro pro 1? 3 Euro pro Spiel? Nee. Alles klar. Schön, was wir das Spiel kosten. Auch nicht verfallen. 3 Euro. 2 Euro. Geht auf einer? Somit seid herzlich willkommen zurück und ihr habt gesehen, was da los war auf dem ABB Flohmarkt. Das war jetzt nur Teil 1. Kleiner Spoiler, wir werden am selben Tag nochmal auf den Flohmarkt gehen. Ja. Und wie ihr gesehen habt, war es recht dunkel. Wir waren mit Taschenlampen unterwegs. Genau. Allerdings konnten wir die Träume nicht erhellen von den Verkäufern, oh, die ja nämlich noch geträumt haben, vermutet an dem Morgen für die überhöhten Preise. Ein paar haben wir ja gefunden, aber manche Leute waren einfach zu krass. Ich habe da bei dem Einstand habe ich so viele Spiele zusammengesucht von PlayStation 1 und PlayStation 2. Es war ein wahres Paradies, muss man sagen, auch an abwechslungsreichen Titeln und sowas. Es war auch kein Händler so, es lag alles ziemlich verstreut rum so. Also hatte alles den Charme von einem schönen Schnäppchen. Und dann gehe ich da halt mit meinen 10 oder 11 Spielen hin und dann will er für jedes Spiel 5 Euro haben. Womit wir dann bei 50, 60 Euro gewesen wären und das ist natürlich kein Flohmarkt, gängiges Flohmarkt Budget für mich und deshalb war ich ja noch sehr enttäuscht dann und die Spiele waren auch teilweise ohne Hülle, also die waren wirklich los auch da und der wollte trotzdem 5 Euro haben. Das war ein komischer Typ, also der war wirklich arg dreist, fand ich. Ja. Und dann haben wir eben die PC Big Box Frau gesehen, die für die PC Big Boxen 5 Euro pro Stück haben wollte. Da muss ich eben sagen, zu meiner Verteidigung, ich kenne mich da jetzt nicht im PC-Bigbox-Universum, kenne ich mich nicht wirklich aus. Da waren aber auch Sportspieler dabei, wo ich mir gedacht habe, die können jetzt nicht so toll sein oder wertvoll sein, da es die teilweise auch für die PlayStation gibt und so. Und da waren aber ein paar Sachen dabei, die kannte ich überhaupt nicht, sahen total abstrakt aus, aber dann habe ich mir gedacht, 5 Euro ist doch zu viel, weil dann hätte ich auch bestimmt 3-4 mitgenommen, dann wären wir wieder bei 20 Euro gewesen. Und außerdem sollte dann plötzlich auch noch Star Wars-Spiele, als sie gesehen hat, dass Star Wars-Spiele da hat, plötzlich gesagt, das sind 10 Euro. Plötzlich. Ja, das sowas habe ich ja besonders gern immer, ne? Ja. Das ist dann, dass, wenn ich dann ein Spiel zeige, dann heißt es hier 10 Euro, gleich mal Aufschlag machen plötzlich. Von daher, das Grundprinzip war ich da auch schon mal extrem abgeturnt, dann habe ich auch, wenn ich mich nur was gewollt hätte, habe ich jetzt liegen lassen, weil das ist mir zu blöd einfach. Wenn es zuerst so heißt und dann bei einem bestimmten Spiel heißt es wieder so, dann weiß ich nicht. Da komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Jedenfalls, genau, würde ich sagen, das war's dann und wir fangen an mit den Funden, die wir gefunden haben. Ja, es war jetzt nicht so viel. Im nächsten Part wird es jedenfalls mehr sein. Genau. Aber ich würde es noch ein bisschen auffüllen am Ende mit ein paar eBay-Kleinanzeigen-Sachen noch. Und ja. Was hat dir denn schön... Was ist? Darf ich es reinschneiden? Nee. Was hast du denn schönes gegönnt auf dem Flohmarkt, Christian? Ich habe mir gegönnt einen schönen Titel, den man auch nicht alle Tage sieht.
Und ihr habt, es war sowieso generell schwer, die Sachen zu sehen. Also ihr habt vermutlich im Video überhaupt gar nicht gesehen, was ich gekauft habe. War alles ziemlich dunkel. Ich habe mir als allererstes gekauft, und diesmal haben wir keinen Ständer. Ich habe vergessen, ihn aufzubauen, und ich bin zu faul, ich gebe es offen zu, ihn jetzt noch aufzubauen. So, einmal für die PlayStation 2, ich weiß nicht, ob sehr selten, aber auf jeden Fall ist es jetzt, nee, es ist glaube ich nicht so selten, aber auf jeden Fall ist es ein besonderer Titel. Ich glaube schon doch. Der für Dreamcast ursprünglich erschienen ist, von Sega, und zwar ist das... Das da. Space Channel 5. Und ihr seht hier die bezaubernde Ulala auf dem Titelbildschirm, welche sich Moderatorin schimpft, oder wie sagt man? Ja, oder Morelianara. Morelianas sind die Bösewichter. Was? Also, in dem Spiel ist es dann, es ist eines der ersten Rhythmus-Kombinationstanzspiele. Das Ding ist halt, wie gesagt, eigentlich nur für die PlayStation, nur für die Dreamcast erschienen, aber 1999 erschienen und 2002 dann für die PlayStation 2. Ulala ist eine Space Reporterin, darum geht's, genau, die wir in der Story begleiten. Und das ganze Spiel spielt 500 Jahre in der Zukunft, also ab 2000, wo das Spiel erschienen ist, quasi so ein bisschen. Und das ganze Spiel ist so ein bisschen aufgebaut in Tanzbattles quasi mit den Gegnern. Also wir sind irgendwie auf einer Station, die Aliens tauchen auf, die sogenannten Morelianer, und eben nehmen Geiseln. Die nehmen Geiseln und halten die fest. Das alles ist aber sehr kindlich und sehr süß aufgebaut eigentlich. Also es hört sich alles brutal an. Aber es ist auf jeden Fall so, dass dann, dass wir gerade mit unserer Reporterin quasi auf der Station sind und die jetzt befreien müssen. Wir berichten natürlich live, weil wir gerade das Mikrofon in der Hand haben und sowieso auf Sendung sind, berichten wir live darüber, wie wir die Geiseln befreien. Das geschieht eben in kleinen Tanzbattles. Der ganze Look ist ein bisschen 70er-Style und so ein bisschen gemacht. Die Musik auch so. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ziemlich klassisch. Und das ganze Spiel ist aber gar nicht so einfach, muss ich sagen, denn es ist nicht so, dass ihr, wie ihr es kennt heutzutage, dass ihr die Knöpfe drücken müsst und eingeblendet bekommt, sodass ihr sie visuell seht, sondern nein, es kommt aufs Gehör drauf an. Die Aliens machen nämlich up, down, up, down, chu. Und ein Chu heißt dann in verschiedenen Battles auch verschiedene Knöpfe. Einmal ist es Chu das X, einmal ist es Chu das, der Kreis. Und dann müsst, und up, down sind dann eben die Knöpfe. Und dann müsst ihr also hinhören, was die sagen, und auch, es muss auch der Rhythmus stimmen. Wenn die up, down machen, müsst ihr auch up, down, also die Geschwindigkeit eben anpassen. Und links, rechts und so gestaltet sich quasi dann das Battle. Und das ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen, mit dem auf Dauer dann später. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant so. Sega wollte mit dem Spiel, habe ich jetzt nachgelesen, die jungen Casual-Frauen quasi locken, also ein Spiel für die Casual-Frauen machen und produzieren. Und daraufhin hat der Erfinder, der ist auch so ein japanischer Name gewesen, habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, weil mir auch nicht aufgeschrieben, der hat quasi dann viele Mädels, ich weiß nicht, in welchem Rahmen der das gemacht hat, aber auf jeden Fall da geschrieben, dass er viele Mädels interviewt hat und gefragt, was denen so gefällt an Videospielen hin und her. Und da ging es halt wahrscheinlich eben um Tanz- und Rhythmusspiele oder so, und solche Action. Darauf ja, hat das wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Genau. Lustiger Fakt ist auch, dass Michael Jackson in dem Spiel zu finden ist. Und zwar ganz höchst offiziell. Denn das Spiel wurde Michael Jackson damals vorgestellt von seinem Management. Und der hat gemeint, ja, er wäre gern drin dabei. Und somit hat er es irgendwie reingeschafft, als Böser, als Alien dann dargestellt zu werden. Der ist dann quasi als Space Michael bezeichnet worden im Spiel. Genau. Und genau. Das ganze Spiel hat jetzt mittlerweile heutzutage einen komischen, unterschwelligen Kultstatus erreicht. Also Ulala kennt man eigentlich so, oder weiß zumindest mal, wer gemeint ist. Obwohl es jetzt nicht so krass erfolgreich war, glaube ich, das Spiel. Und aber das Spiel wird auch von vielen kleinen anderen Spielen zitiert, von Sega halt zumindest, ne? So ein Sonic Riders kann man zum Beispiel einen Ulala-Charakter wählen, ist ja klar, weil es ein Sega-Charakter ist. Ein Beach Spikers, was auch ein Sega-Spiel ist, kann man ihre Outfits freischalten, und generell in vielen Spielen kann man Ulalas Outfit wählen, weil es natürlich auch besonders sexy ist, ne? Also es viel bauchfrei ist, wie du siehst hier auf den Bildern. Und genau. Ja, auf jeden Fall ziemlich interessant. Leider ohne Anleitung. Da habt ihr gesehen, auch habe ich versucht zu diskutieren mit dem guten Mann, der da sagt 2 Euro. Dann sagt er CD Euro und Packung 1 Euro. Und was ist Heck? Billiger. Billiger. Ja, dann wäre es 3 Euro gewesen wahrscheinlich am Ende. Glück gehabt. Auf jeden Fall ein sehr schöner Fund, auch mit einem schönen Rahmen und mit einem schönen Typen Verkäufer. Bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis. Für 2 Euro. Genau. Dann haben wir, ich weiß nicht, ob das Video rübergekommen ist, haben wir einer guten Frau den Kaffee finanziert. Ja, genau. Mit dem nächsten Kauf. Ihr Stand hatte so Kerzen, das war sehr schön in der Dunkelheit eigentlich. Das war so ein bisschen romantisch angehauchter Stand, genau. Und bei ihr habe ich gekauft für die PlayStation 2
mal wieder. Und da werden noch einige Spiele folgen, denke ich mal. Ich habe zwar schon einige, aber es gibt noch andere Unmengen. Und zwar reden wir hier von der guten Frau, einer weiteren Frau, einer weiteren bekannten Videospielfrau, Lara Croft. In ihrer... ihrer Anniversary Edition. Also Lara Croft Tomb Raider Anniversary. Jubiläumsfeier. Das heißt, genau, dass dieses Spiel ein exaktes Remake ist von dem allerersten Tomb Raider, das auf die PlayStation und dem PC rauskam damals. Okay. Genau. Habe ich mir gegönnt für... Da habe ich gesagt, ne? Genau, Preis. Genau. Habe ich mir gegönnt. Hier ist auch komplett und alles. Und drum und dran. Ja, die gute Lara Croft ist natürlich immer sehr beliebt und gern gesehen. Achso, Jing, bist du jetzt mein Ständer quasi. Toll. Tja, das ist offiziell aber der achte Teil, der erschienen ist, also der achte Spiel in der Reihe, das raus erschienen ist und kam 2007 raus. Ist auch für mehrere Plattformen erschienen. Ich habe es, glaube ich, mal auf der Wii krass gespielt. Und das ist, wie gesagt, ein Remake. Die Story ist gleich geblieben, wobei sie halt hier eben besser erzählt ist und besser dargestellt ist in den Zwischensequenzen. Und zwar geht es darum, dass Lara Croft von einer mysteriösen Unternehmerin namens Jacqueline Nutler angeheuert wird, um in den peruanischen Bergen nach einem Artefakt zu suchen. Genau. Das gibt ein paar Intrigen, weil die ist nicht ganz geheuer, die Frau. Und dann kommt noch so ein anderer Schatzjäger, der euch dann in die Quere kommt, hin und her, die auch von ihr beauftragt wurde, quasi. Ach so. Und so hin und her. Und das ist alles so ein bisschen intrigenhaft. Und jedenfalls führt euch dann auch das weitere Spielgeschehen dann in die Länder Griechenland und Ägypten auch noch. Und ja, im Grunde geht es in dem Spiel dann am Ende um die Entdeckung von Atlantis so ein bisschen. Also das Artefakt hat auch was mit Atlantis zu tun. Genau. Ein lustiger Fakt, den ich gelesen habe, ist, dass es in dem Spiel keine Menschen tötet. Zumindest nicht, wenn ihr spielt. Also inzwischen kann es vorkommen, dass sie mal jemanden tötet, aber es kommen keine expliziten Menschen als Gegner vor. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im Ursprungsteil auch so war. Also im Dingsteil. Im Original, genau. Und auf jeden Fall stirbt schon mal direkt am Anfang der Begleiter von Lara, weil er von Wölfen zerrissen wird. Quasi. Oh, okay. ja, so ist das. Und genau, ihr könnt auch wieder in Lara Crofts Manor quasi trainieren. Da gibt es wieder Tutorials und Trainingsabteile und so weiter. Ihr könnt das schön erkunden. Die Grafik ist auf der PS2, muss ich sagen, ist mir dann doch ein bisschen negativ im Gedächtnis geblieben, denn es gibt viele Kanten, viele Treppenbildungen. Also ist klar, Interlacing war noch nicht da, ich bin es nicht gewohnt, aber es war auch sehr unscharf und ein bisschen so geblurrt, auch so ein bisschen wie wenn es ein Traum wäre. Ja, aber trotzdem muss dieser Blur-Effekt muss ja nicht sein. Und ich weiß nicht, ich meine, auf der Wii hat's vielleicht sogar noch besser ausgesehen damals. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall ist es gut bewertet worden im 80er-Bereich und eben ist natürlich die gute alte klassische Lara. Sie kann vor allem, sie hat einen neuen Move vor allem auch, nämlich kann sie nämlich jetzt einen Enterhaken oder hat sie eine Art Haken an der Hüfte, mit dem sie sich irgendwo festhält oder schwingen kann quasi an Sachen. Ach, sieht man das sogar? Aber Leute, die Schärfe ist nicht da. Sieht das? Seht das? Genau. Quasi, ich weiß nicht, sieht man das nicht auch hier vorne? Ich glaube, hier ist der Haken, genau. Das ist der Haken, an der Hüfte halt, ne? Und quasi dann schießt sie quasi an bestimmten Stellen, kann man eben raushängen und dann schwingen. Derbe ist auch, wenn sie stirbt, das war damals schon derbe, wenn man runterfällt, dann klappt sie wie so ein typischer Havoc-Mann in sich zusammen und verkrüppelt sich so ein richtig krass so. Ist auch ein bisschen, war früher mal lustig, früher haben wir immer einen Handstand gemacht und sie dann haben sie extra umfallen lassen oder extra runterfallen lassen, damit sie, es knackt, dann hat er immer so krass geknackt in der Ursprungsversion. Und es war richtig derbe, so ein bisschen, hat Spaß gemacht, so ein bisschen sich sterben zu lassen. Das war lustig. Das war lustig damals. Und, ja, war auch ein krasses Spielfeature. So, für 2 Euro, haben wir das eben dann mitgenommen. Sonst kommen wir zu einem Spiel, das mich ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Oder zumindest überrascht hat, sage ich mal. Wir reden hier von Def Jam Icon. Jetzt sehen wir hier einen dunkelhäutigen, vermutlich Rapper. Oder irgendwas, ne? Hip-Hopper oder sonstiges. Und die Def Jam-Reihe, die kennt man. Es gab zuerst Def Jam Vendetta, glaube ich. Dann gab es Def Jam New York. Und es ist eine Prügelspielreihe, in der sich eben dunkelhäutige Sprechgesangsleute quasi auf die Mütze geben. Jetzt ist es so, das ist quasi der dritte Teil, glaube ich. Das dritte Def Jam-Spiel erschien ebenfalls 2007. Und das wollte aber ein bisschen was anders machen. Das hat es definitiv auch. Denn die ersten beiden Teile waren eher so Wrestling, Mischung aus Wrestling und Prügelspielen so aufgebaut. Ich habe die nicht wirklich gespielt, aber ich habe sie mal, glaube ich, mal angespielt. Und eben dieses Spiel ist anders.
Also die Death Jam Reihe ist bekannt für seine Prügel, eine harte Prügelspielreihe, ist so, in der man auch Blut fließt und so, und dass er eben hart zugeht. Genre-typisch eben, was Hip-Hop- und Rap-Szene angeht. Und es gibt in diesem Spiel hier keine Energieanzeige und oder sonstiges, oder sonstige irgendwelche Hartanblendungen. Dafür aber eben die deutlichen Verletzungen im Gesicht oder an der Kleidung, zum Beispiel zerrissene Hosen und Verbrennungen oder sonstigen Kram. Daran kann man eben die Gesundheitsstand so ein bisschen ausmachen. Die Settings sind natürlich Straßen, Gassen, Dächer, Tankstellen und andere Gossen-Szenarien eben. Und was damit ziemlich cool ist, die Umgebung ist auch nutzbar, um in den Kampf einzusteigen. Aber jetzt kommt das Besondere, es geht um die Musik. Die Musik spielt eine ganz wichtige Rolle, denn die Beats, das Level bewegt sich nach den Beats der Musik. Genau, und zwar ist es jetzt so, dass nämlich der Hintergrund, das Level, bewegt sich so ein bisschen. Die Gebäude springen so ein bisschen hoch und die Autos bewegen sich mit dem Takt der Musik nämlich. Genau. Also Musik ist dann spielt eine wichtige Rolle. Man hat auch eine Funktion, also am Knopf, natürlich am Knopf, an den Schultertasten, mit der man irgendwas machen kann. Ich habe es nicht ganz gerafft. Da wird die Musik plötzlich langsamer, aber das Spielgeschehen wird nicht langsamer. Es wird irgendwie dann, irgendeinen Move kann man da machen und irgendwas kann man da beeinflussen mit diesem Move. Und ich muss aber sagen, dass mir das ganze Spiel nicht so richtig vom Kämpfen gefallen hat. Denn die Typen, die bewegen sich sehr träge und schwer. Und man könnte vermuten, dass es an den Hosen liegt, weil sie diese typischen Hip-Hop-Hosen anhaben, diese Arschhosen. Aber das ist wirklich so, dass sie sich so bewegen. Und wenn die auch treten und so, und sieht alles irgendwie lächerlich aus, muss ich sagen. Also irgendwie sieht es komisch aus. Sie sehen es auch im Gameplay. Das ist alles irgendwie, weiß nicht, komisch einfach. Und dann ist auch das Trefferfeedback von den Schlägen und von den Tritten. Man hört die Musik halt sehr präsent. Ist alles ein bisschen, man hört keinen richtigen, kein schmackes Schlag. Man hört keinen richtigen Schlaggeräusch irgendwie. Was das Ganze auch ein bisschen irgendwie soft wirkt, so. Und was dann noch erschwerend hinzukommt, ist natürlich, dass es die ganze Grafik quasi auch noch so einen fetten Blur-Effekt hat. Was es noch blurriger macht, noch traummäßiger. Was mir sowieso nie gefällt. Und das ist alles völlig übertrieben. Später gibt's dann auch einen Kampf in einem Club, wo alles bunte Lichter ist und aber so. Aber in der Story hast du gemeint, oder? Genau. Im ersten Story-Kampf quasi gibt's dann so richtig einen Club. Und da ist wirklich völlig übertrieben, diesen Blur-Effekt. Und es sieht richtig komisch aus. Also das hat mir nicht wirklich gut gefallen. Ich meine, dass da die Vorgänger eventuell mir mehr getaugt haben. Ich kann mich aber, wie gesagt, nicht mehr so richtig dran erinnern. Es gibt halt eben 29 spielbare Charaktere, die könnt ihr euch aussuchen, die zum großen Teil halt eben aus bekannten Musikern bestehen, die eben dieser Rap-Szene angehören in Amerika. Und wenn sich da einer auskennt, dann findet er da bestimmt Spaß dran. Meins war diese Rap-Gangster-Ghetto-Geschichte nie so richtig. Aber ich denke einfach, man hätte da viel mehr rausholen können aus dem Spiel oder aus dem ganzen Genre. Und eben, wie gesagt, mehr draus machen können. So. Weil das Kampfsystem ist, wie gesagt, sieht zwar alles ein bisschen leicht spektakulär aus, wenn einer rumfliegt, wenn die Tankstelle hochgeht oder sonst irgendwas, aber irgendwie könnte es einfach besser sein. Ich bin so ein bisschen underwhelmed einfach. Es gibt, wie erwähnt, schon einen Story-Modus. Die war recht vielversprechend am Anfang, denn da war was sehr Dramatisches am Anfang und das war ziemlich cool gemacht so. Aber weiter habe ich eben so nicht gespielt quasi, um da jetzt mehr rauszuziehen zu können. Auf jeden Fall hatte ich mir da mehr erhofft. So. Es ist halt ein Gangster-Gekloppe und wäre meiner Meinung nach besser gegangen. Lass uns über den Preis reden. Oder was? Nein, noch nicht, denn es war ein Bundle. Ich habe mit diesem Spiel zusammen noch ein Spiel gekauft, welches mir schon besser gefiel. Wir hatten ein Spiel der Reihe schon ein paar Mal oder mehrere Spiele schon ein paar Mal in der Reihe in unseren Folgen. Und zwar dreht es sich hier um die Burnout-Reihe vertreten mit dem Spiel Burnout Paradise. Ultimate Box. Der Ultimate Box. Genau. Das Spiel hat auch einen ziemlich geilen Einstiegssong, nämlich von Guns N' Roses Paradise City, was eben auch der Name der Stadt ist, in der wir uns bewegen. Und es, wie gesagt, das Erste, das Besondere, was dieses Spiel ausmacht, ist eben Paradise City selbst. Denn es ist ein Open-World-Burnout, das heißt, es ist ein Open-World-Rennspiel. Und im Grunde sieht es aus wie ein GTA ohne die ganzen anderen Sachen. Nur das Autofahren. Und es gibt keine Menschen auf der Straße, was ich auch kritisieren muss. Denn es ist ein bisschen langweilig auf der Straße, finde ich, sieht es aus, ohne Menschen. Ja, nee, aber darum geht's ja gar nicht. Es ist einfach nur, es sieht ein bisschen leblos aus, weil man nur Autos sieht und eben die Stadt und so. Wie gesagt, es ist ein Open-World-Spiel, was ja sehr modern ist heutzutage, und aber eben 2008 erschien, damals kam ja gerade Open-World richtig krass auf, und ja, das Spiel bietet aber trotzdem jede Menge Modus, denn in der Stadt kann man immer an verschiedenen Stellen, kann man durch bestimmte Knopfdrücke, kann man dann Events starten, wie eben Rennen, Verfolgungsjagden oder andere Sachen. So gibt's nämlich auch den Marked-Man-Modus, in dem man quasi, du bist der Marked-Man, du bist markiert,
alle jagen dich. Also du fährst natürlich die Stadt, musst an einem gewissen Punkt hinkommen und alle fahren dir aber hinterher und wollen dich irgendwie rammen und kaputt kriegen, so ein bisschen. Das habe ich gesehen, ja. Und eben das ist das Ding, was auch recht Spaß macht, so. Aber so eine richtige Story habe ich jetzt auch nicht rausgefunden. Da gibt es zwar eine Frau am Anfang, die euch so ein bisschen einweist in die Stadt und alles erklärt und so, aber irgendwie sagt ihr auch nur, du kannst die Events starten. Aber es ist halt eben ein Open-World-Spiel und eigentlich gibt es auch einen sehr ausführlichen Multiplayer für das Spiel, eben der damals sehr aktiv war, 2008, und wo man eben damit Multiplayer-mäßig dann in der Stadt sich eben umherfahren konnte und battlen konnte. Das ist alles sehr interessant gewesen damals. Bei mir ist es damals vorbeigegangen, 2008, und aber trotzdem ein ziemlich cooles Burnout-Spiel eigentlich. Was man halt vermisst, sind eben die klassischen Modus, eben die typischen, wo man mit Absicht eben Unfälle verursacht und sowas und so viele Punkte wie möglich sammelt. Das fehlt halt in dem Spiel. Das ist ein bisschen schade. Hätte man ruhig auch irgendwie einbauen können. Ist, glaube ich, auch irgendwie über Umwege eingebaut, aber das ist immer ein bisschen umständlich. Das muss man erst suchen auf der Karte. Man kann es eben nicht am Anfang gleich starten oder sowas, ne? Ja, das Spiel hat viele kostenlose Updates bekommen dann im Nachhinein auch. Und das hat, was es so ein bisschen am Leben erhalten hat, auch dann über längere Zeit. Aber irgendwann war da eben auch Schluss. Jedoch ist es letztes Jahr, also wir reden jetzt dann von 2018, ist quasi ein Remaster des Spiels erschienen für die PlayStation 4 und die anderen gängigen Konsolen. Außer die Switch, glaube ich, dafür nicht. Und da ist dann eben jetzt natürlich 4K-Unterstützung mit der PlayStation Pro und 60 Frames. Und das macht es natürlich noch mal, alles nochmal ein bisschen hübscher. Denke ich mal auch, dass die Server alle wieder neu gestartet wurden oder dass es dann neue Server gibt mittlerweile. Und eben das Spiel dadurch wieder ein bisschen reanimiert hat und dadurch auch nochmal hübsch in der aktuellen Zeit spielbar ist. Und das Spiel unterstützt die PlayStation Eye-Kamera. Genau, aber auch nur dafür, dass man in seiner Driver-Lizenz, also in seinem Führerschein quasi, ein Bild von sich machen kann. Ein süßes. Genau. Und habe ich jetzt nicht gemacht, hatte nur so ein Standardbild gesehen. Aber naja. Auf jeden Fall, ja, das Geschwindigkeitsgefühl ist sehr nice und so, und ist auch cool, dass man da mit einer kaputten Karre startet am Anfang, muss man erst in die Werkstatt und so, das ist alles schön eingeführt, ganz charmant gemacht, und aber was, ob der Rest, ob das dauerhaft noch länger hält, was das Spiel so verspricht, also wie gesagt, die ganzen Crash so, da kann ich jetzt nichts drüber sagen, leider. Und somit verbleiben wir. Genau, somit verbleiben wir auch mit der Vollständigkeit des Spiels und auch bei diesem Spiel und diese beiden Spiele eben für 4 Euro. Also 2 Euro wieder pro Spiel. 2 Euro pro PlayStation 3 Spiel, was ein guter Schnitt ist. Auf jeden Fall. Wunderschön. Burnout Paradise Ultimate Box. In der Ultimate Box müssten eben, glaube ich, diese Updates alle schon drin sein oder so quasi. Deswegen, genau. So, dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel auf dem Flohmarkt. Nein, wir machen einen Abreißer in die Welt des VHSs. Und da habe ich 2 Kassetten gefunden, 2 VHS-Kassetten. Das hat man im Video, glaube ich, nicht gut gesehen, was ich damit genommen habe, weil es recht dunkel war und ich es dann nicht richtig zu Bild bringen konnte. Und zwar habe ich mitgenommen einen Klassiker der Geschichte, der Weltgeschichte, vom größten Regisseur, der jemals gelebt hat und auch immer noch lebt, zum Glück. Ja, der jemals gelebt hat und immer noch lebt. Und zwar von Steven Spielberg. Sollte jeder kennen, geschichtlich sehr wichtig. Schindlers Liste. Gerade Schindler so richtig. Steven Spielbergs Film Schindlers Liste ist ein cineastisches Meisterwerk, das zu einem der meistprämierten Filme aller Zeiten wurde. 7 Oscar hat er bekommen, steht hier. Ja. Sehr schön. Auf VHS den mal zu besitzen, ich habe den überhaupt gar nicht, obwohl ich den Film sehr mag. Jetzt habe ich ihn erstmal in VHS, jetzt muss ich natürlich noch mal DVD. DVD Blu-ray. Ja, die ich übrigens, DVD haben wir auch gesehen und ich habe mich nicht mitgenommen, weil ich dachte DVD, meh. Aber weil ich Blu-ray haben will eigentlich, aber eigentlich müsste ich alle Versionen haben. Wenn du so großer Fan ergibt, ja, eben. Bist du von dem Film. Ja, was heißt Fan? Fan würde ich jetzt nicht sagen. Das ist auf jeden Fall des Films und der Geschichte und der Inhalt. Und Schindler gab es ja wirklich, das ist ja eine wahre Geschichte alles. Das ist ja alles eine Sache. Du weißt ja gar nicht, um was es geht, ne? Doch. Du weißt wieder nur Nazis, bäh, mag ich nicht. Gell? Es ist ein sehr ergreifender Film und sehr tiefgründig und bei dem man auch lernt. Ne? So. Und dann der zweitbeste Film der Welt von Steven Spielberg. Schon viel besser. Der wirklich auch geil ist. In einer Hollywood Collection Edition. VHS. Indiana Jones. Unser aller Freund. Und zwar im Teil 3, dem letzten Kreuzzug, in dem ja auch sein Vater Henry ist er. Henry! Wir sind beide Henry. Heißen die beide Henry Jones? Okay, gut. Peinlich. Dass ich das nicht weiß, okay. Er ist natürlich Junior, weil er heißt ja Junior. Henry, ja genau. Ja. Ich heiße der Professor Henry Jones. Professor Henry Jones und der andere heißt eben nur Henry Jones Junior. Junior, genau.
Ein sehr guter Film. Also wenn ihr den nicht kennt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Das müsst ihr unbedingt nachholen. Ein wirklich einer der besten, oder was heißt einer der besten? Es gibt ja doch einer, es sind überall gibt's vier Filme. Einer der besten jedenfalls davon. Der Abschluss der Trilogie damals und wirklich sehr lustig und mit viel Charme und Humor. Der Mann mit dem Hut ist zurück und dieses Mal bringt er seinen Vater mit. Mit Hut auch. Ab 12 freigegeben und großer Indiana Jones Fan bin ich ja und deswegen macht mich das sehr glücklich, dass ich den Film jetzt in VHS in einem wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand auch gefunden habe. Tadellos. Und eben das dann mal irgendwie abspielen kann auch. Ich bin sehr gespannt, mal wieder VHS-Filme zu sehen in der VHS-Qualität, wie man sich das damals so gegeben hat, mit was man damals zufrieden war. Das wird sehr interessant. Damals waren die gottmulig so. Nägler, anspruchsvoll, ja. Sind sie einfach nur gefreut. Ja, dass sie Filme schauen können, wann immer sie wollen und sie nicht im Fernsehen von Werbung unterbrochen werden und so, ne? Ach, Wahnsinn. So, dann gab es noch ein Spiel, das ich mitgenommen habe, weil ich... Halt, die haben den Preis gar nicht. Hast du aber nicht gesagt, 1,50 Euro. Pro Stück oder zusammen? Pro Stück, also 3 Euro insgesamt. Okay, danke schön. Also 3 Euro. Dillin. So. Eine Schausserei, bloß nur 1,50 pro Stück. Oh. Ja. Dann ein Spiel für die PlayStation 2, was ich dann so im Neben vorbeilaufen fast schon abgegriffen habe und einfach mitgenommen habe, weil ich wusste, ich hab's noch nicht und war jetzt nicht unbedingt auch auf der Suche danach, aber auf jeden Fall. Ja, die Rede ist von einem PlayStation 2 Spiel, wie gesagt. Ja, hier Nicolas Kiefer ist auf dem Cover zu sehen, das ist der deutsche Repräsentant im Tennissport. Und das schöne Spiel heißt NGT. Und das heißt Next Generation Tennis. US Open mit dem Zusatz. Quasi, genau. Und ja, ist halt ein Tennisspiel von, und jetzt Achtung, WannaDo. Beziehungsweise von WannaDo gepublished, glaube ich. Und entwickelt von Carapace. Aber WannaDo ist eigentlich bekannt als Entwickler, oder ich glaube Entwickler von Dark Age of Camelot. Was ein hartes MMO ist. Und sich sehr große Beliebtheit erfreut. Okay. Und sehr bekannt ist noch, langjährig schon neben World of Warcraft quasi am Leben ist oder war. Und ja, die haben das eben gepublished im Jahre 2002. Zwei, genau. Das Spiel enthält eben die US Open-Leute alle, also die ganzen Tennisspieler von damals. Und dazu zählt eben Nicolas Kiefer und andere Bekannte, die ich nicht kenne. Hier, Henman Koo. Greta Gastchan. Ganz genau. Und es gibt das Spiel, in dem Spiel gibt es unzählige Spielmodi, die teilweise vielleicht auch ein bisschen unnötig sind, bei denen man auch verschiedene Konfigurationen ändern kann, sodass man sich wirklich sehr viel zusammen basteln kann, wie die Spiele ablaufen sollen. Und es gibt natürlich auch einen klassischen Karrieremodus. Und was noch zum Spiel zu sagen ist, man kann 6 männliche Spieler auswählen und 4 weibliche sogar. Oh, okay. Das ist ganz cool eigentlich. Stimmt, genau. Ich habe auch eine Österreicherin gespielt im Chat oder sowas hat die geheißen. Ich weiß nicht mehr genau. Genau, die gute, keine Ahnung. Chat. Ja, und das ist aber der Nachname. Ulrike nenne ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wie die mit Vornamen hieß. Die Chat, gegen die habe ich jedenfalls gespielt dann. Und zuvor mit Nicolas Kiefer habe ich wieder gar nichts gerafft, wie es bei Tennisspielen oft ist, dass ich es einfach nicht kann, aber dann doch hingekriegt habe. Sauber, Chris, ein bisschen. Ja, aber das Ding ist halt auch, das Spiel hat die Steuerung ausgelegt auf sehr realistisch. Das ist nämlich das Ding. Die ist auf sehr realistisch getrimmt. Du hast nämlich die 4 Tasten, die eben dann 4 verschiedene Schlagarten wieder spiegeln. Zack, zack, allerdings habe ich das am Anfang jetzt beim normalen Einstiegsspiel nicht gewusst, wie die belegt sind und so. Du musst es erstmal rausfinden, so ein bisschen. Und mit den Schultertasten kannst du dem Ball dann im Flug noch so ein bisschen Drall geben. Okay. Was du normalerweise mit einem Steuerkreuz aber machen würdest. Also so rein intuitiv würdest du schlagen und dann rechts oder links, wie der Ball eben fliegen soll. Aber du musst mit den Schultertasten machen, was ein bisschen Umdenken erfordert, ja. Das ist alles nicht so einfach, dann das zu checken. Und eben, was auch ganz wichtig ist, das Timing. Denn du musst nicht nur richtig stehen, um den Ball zu kriegen, du musst eben auch das richtige Timing mit dem Schlag schaffen. Weil der ein bisschen eine andere Animation hat. Und je nachdem, welchen Schlag du machst, hat er auch eine andere Animation. Und dementsprechend dauert es eben länger oder schneller, bis er zum Ball mit seinem Schläger ist und so. Das macht alles ein bisschen schwierig. Und die Steuerung ist aber eben realistisch. Und wenn du es drauf hast, dann bist du natürlich auch stolz drauf. Und dann macht es auch Spaß, wenn du es kannst. So gesehen eben beim ersten Spiel, wo ich gelost habe ohne Ende. Beim zweiten Spiel, wo ich die erste Hälfte gelost habe ohne Ende. Aber dann bin ich reingekommen und habe ich schon zusammengeschattet. habe ich schön abgezogen hier. Zur Musik muss man leider sagen, die ist auch eines der untersten Musik. Aber die vom Intro und von dem Ding war doch ganz fetzig. Vom Intro eben nicht, gerade erst eben. Doch, die war fetzig. Und im Menü eben auch nicht. Das ging voll gut rein. Das
Wahnsinn. Jedenfalls, ja, kein besonders gutes Tennisspiel, aber trotzdem besonders und, ja, weiß nicht. Kann man mal machen. Ist halt auch nicht so geil. Und eben für 1,50 Euro runtergehandelt von 2 Euro, kann man das eben durchaus diesen machen. Schatz. Ja. Es ist zur Komplettierung der PlayStation 2 Fullsets. Nein. Yeah. Ein PlayStation 2 Fullset ist fast unmöglich, denn die PlayStation 2 ist die erfolgreichste Konsole auf der ganzen Welt bisher immer noch. Immer. Also bis heute, der Stand September 2018, habe ich gestern gelernt. Und das ist ziemlich krass, mit 151 oder 157 Millionen verkauften Konsolen weltweit. Und die Wii ist auch nicht Platz 2, sondern die ist noch weiter unten, denn der NDS, der Nintendo... Habe ich auch gesagt, gleich schon zu dir. Der Nintendo DS ist quasi die zweitplatzierte. Aber die Wii hat, glaube ich, nur 100 Millionen, oder 101 Millionen verkaufte Einheiten. Ja. Ich kann auch ja sagen, warum die PlayStation 2 so gut war, weil sie die Leute verarscht hat. Auf der Schachtel von Chris steht nämlich drauf, die beste Konsole und der beste DVD-Player. Da haben die Leute gesagt, geil, Spiel und Filme gucken in einem. Ja, aber da ist eben was so verarscht, das ist, war völlig richtig. Ich habe auch viele DVDs mit der PlayStation 2 geguckt, als das war damals das wirklichste Ding. Multimedia-Ding einfach. Das war ein gutes Argument. Eben. Und das war ziemlich cool eigentlich. Das hat Nintendo nie gebracht, sowas. Stimmt. Schade. So, dann kommen wir. Das war der Flohmarkt jetzt erstmal. Kommen wir zu kleinen Ergänzungen. Und zwar habe ich auch was zu feiern. Jetzt muss ich das Ding hier mal kurz. Zu feiern gleich. Ja, jetzt muss ich kurz weg. Bin gleich wieder da. Tschüss. Jeder Sammler kennt das Problem. Lose Module. Also jeder besorgt sich lose Module, weil er es halt dann irgendwie dann günstig kriegt auch dafür. Oder eben so. Und dann geht die ewige Jagd nach der Anleitung, der Verpackung, dem Inlay und so weiter los. Und so weiter und so weiter. Und deshalb freue ich mich immer sehr über Angebote und auch gerade auch abgeschlossene Deals, die ich mache oder über eBay Kleinanzeigen gerade gefunden habe, in denen ich OVPs bekomme, zwar nur OVPs, aber dafür eben recht günstig. Und wenn ich die Module schon habe, umso schöner. Und so ist es auch geschehen, dass ich einen Deal gemacht habe, in dem ich 4 OVPs bekommen habe und keine schlechten, also ich meine von dem Titel her keine schlechten, die Zustände, muss man halt allerdings sagen, sind nicht die allerbesten. Richtig. Aber ich sage mir halt, besser als eine defekte OVP oder Dings als gar keine OVP. Von daher bin ich da immer recht leicht zufriedenzustellen. Und um ein bisschen abzugraden, freue ich mich doch sehr dann eben, dass ich jetzt hier ein paar Sachen gefunden habe. Und zwar kann ich zum einen das erst vor kurzem vorgestellte Spiel in der Silvesterfolge, glaube ich, war es. Ich glaube, oh ja. Spider-Man vs. X-Men. Nun, upgrade mit tsching, mit einer Packung. Quasi. Habe ich jetzt die OVP hier. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Einladung auch dabei ist. Kann ich euch jetzt gerade gar nicht sagen. Ja, egal. Ich werde mal kurz reinlurken in das Ding. Und ich habe es auch schon alles schön in den Schutzhüllen verpackt, wie es eben gehört. Denn die sind doch recht empfindlich dann mittlerweile, diese alten Packungen. Gerade wenn sie nicht im besten Zustand sind. Und deswegen muss man da schauen, dass man da sorgsam mit umgeht und aufbewahrt. Natürlich sind noch Klebereste. Ihr seht jetzt auch, ich gebe euch mal kurz Details. Wie gesagt, die Zustände sind nicht die besten. Ihr habt hier an den Kanten, an den Ecken überall Knicke und kleine Risse. Auch hier Abrisse, hier kleine, hier oben an der Ecke fehlt vermutlich die Lasche. Wie geht? Und ich mach's mal kurz auf. Oh ne, es fehlt keine Lasche. Ihr seht die beiden Laschen hier. Und mit Inlay sogar noch. Mit Inlay sogar noch. Und eventuell eben auch der Anleitung. Bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. So. Wunderschön. Nein, kein Inlay. So, kein Booklet. Auf jeden Fall, das Spiel ist hier somit kompliziert und ready to go. Es kommt aus einem Sarkophag. Und somit einigermaßen kompletter zumindest. Was mich freut. Das nächste Spiel ist ein Spiel, von dem es mich eigentlich wundert, dass ich da muss ich die UVP verloren haben. Denn das Spiel habe ich mit meinem Super Nintendo als allererstes bekommen. Als allererstes. Genau. Also da muss ich irgendwie die UVP verloren haben. Ich dachte, du habt die auch schon mal bei dir gesehen. Eine Anleitung habe ich, glaube ich, mal gesehen. Bei mir. Ja, genau, stimmt, eine Anleitung. Also. Die muss dann auch irgendwo noch, die muss irgendwo noch sein, auf jeden Fall. Genau. Also die Rede ist von Starwing. Dessen, wie gesagt, dieses Spiel habe ich bekommen zu meinem Super Nintendo damals in den Kinderjahren. Und hier das Originalmodul von damals auch noch in einem, ich möchte sagen, hervorragenden, tadellosen und neuwertigen Zustand, das Modul. Die Verpackung natürlich wieder nicht, aber wie gesagt, ist ja nicht dein, wenn ich die Original noch habe, dann muss, oder ich habe sie, kann sein, dass ich in meinen dummen Kinderjahren vielleicht mal irgendwie verballert habe, irgendwie die Verpackung.
Auf jeden Fall hier haben wir jetzt diese hier in dem Zustand. Ist jetzt wieder leicht geknickt. Ganz leichte Sachen. Ah, im Licht hier sieht man es gut. Aber zumindest ist es ein besserer Zustand als der Spider-Man, glaube ich, zumindest. Und deshalb füllen wir auch jetzt hier die das Modul, die Komplettierung durch. Mit Inlay wieder. Und Christmas muss das Heft hinzu. Die Anleitung müsste ich, wie gesagt, noch haben. Und somit geht das Spiel jetzt auch hier in diese Schachtel hinein. Und wieder einen Schritt näher zur Erfolgsquote. Zu 100%. 100% Full Set. Super Nintendo. Wie viel Full Set wir sie noch haben? Nein. Genau. So, alles wieder schön rein. So, jetzt kommen wir zu zwei Spielen, die ich noch nicht habe in Modulform, aber für die ich eben jetzt schon mal vorbereitet bin und mit ganz entspannt, das ist nämlich das Geilste, ich kann ganz entspannt nach einem günstigen Modulversion das Ausschau halten, muss mir keinen Stress machen, ah, ich hätte es lieber in Verpackung oder doch nicht, und das ist eben die Scheiße immer jedes Mal, die zeige ich euch jetzt kurz schnell, und zwar sind es zwei große Titel, von denen man fast schon sagen muss, dass es eine Schande ist, dass ich die noch nicht habe. Richtig. Und zwar dreht es sich hierbei um Mario Kart für das Super Nintendo. Super Mario Kart in einem, leider bedauerlichen Zustand, aber wie gesagt, besser wie nichts. Mario Kart, dazu noch das Modul, das kostet so 30 Euro zurzeit. Ich habe es schon für 25 gesehen. Mal gucken, wenn ich es irgendwo für 15 Euro irgendwo kriegen könnte oder irgendwo mal kriege, dann habe ich hier noch ein bisschen was gespart auf jeden Fall. Denn den Preis sage ich euch gleich für die OVPs. Eben Mario Kart jetzt quasi als drittes und dann noch der gute Yoshi. Yoshi. Super Mario World 2 Yoshi's Island. Yoshi's Island, genau. Dazu auch die OVP erhalten. Sehr schön. Sehr schön, ja. Aber die sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Nee, ich glaube, die waren alle ohne Anleitung. Das ist, glaube ich, fast traurig, schon so. Naja. Die kriegen wir schon auch noch zusammen. Das kriegen wir noch irgendwie zusammen. Wenn dann aus der nächsten Börse vielleicht. Genau. Also nehmt eure Heftchen mit. Und bietet sie günstig an. Und schön. Ja. Jetzt setzen wir den Kollegen noch hier rein. Also, und diese vier OVPs habe ich jetzt mit, inklusive dem Versand, habe ich jetzt 18 Euro für bezahlt. Finde ich ist okay, wenn man bedenkt, dass so eine OVP bei manchen Spielen wirklich den Unterschied von 40 Euro quasi machen manchmal. Und das ist eben schon derbe krass, was da auf dem Markt los ist. Wollen wir gar nicht von reden. Jedenfalls. Ein Stück Papier, wo bedruckt ist. Ja, mit, oh gut, Anleitung halt noch dazu, aber generell Papier einfach. So, das waren die OVPs. Der OVP-Deal. Und jetzt kommt noch ein Spiel, welches die Michaela zu Weihnachten bekommen hat. Und das uns zurzeit viel Freude macht und auch Spaß. Und ja, dann möchtest du es doch mal vorstellen, ausführlich. Ich will es ganz langsam ins Bild kommen lassen. Schon mal ein PlayStation 4-Spiel? Spider! Und es ist Yooka-Laylee. Yooka-Laylee oder wie man es auch immer ausspricht. Kann man aussprechen, wie man will, oder? Ja, gut. Richtig halt wäre gut. Okay, egal. Und zwar, um was geht es in dem Spiel? Wie ihr auch schon seht, denkt ihr euch, die Schriftart kommt mir bekannt vor. Ist das so? Mit dem Zacken-Ding. Okay. Ja, genau. Also dieses Spiel ist sehr angelegt an den Nintendo 64er-Klassiker Banjo-Kazooie. Das liegt daran, dass da einige Macher von Banjo-Kazooie eben auch wieder beim Team dabei waren. Genau, weil die beiden, also Yooka, das Chamäleon ist wieder männlich und Lily, die Fledermaus, ist eigentlich weiblich, wie bei Banjo-Kazooie genauso. Und um was geht es im Spiel? Genau, es gibt so eine böse, dicke Biene, die Kapital B oder so heißt irgendwie. Kapital B, genau. Genau, und die will irgendwie ein besonderes Buch haben. Und dann hat sie eine Maschine und ihr Freund Professor, der Dr. Quack, schaltet die eben ein. Und dann werden alle Bücher von der ganzen Welt eingesaugt. Inklusive von einem besonderen Buch, wo eben ich habe Lily jetzt gefunden in diesem Schiff, wo sie wohnen, und dann wurde es auch weggezogen. Es hat goldene Seiten auf jeden Fall. Und dann beschließen die beiden eben loszuziehen und dieses Buch wieder zu holen. Genau, das ist so die Grundstory. Die Wurzeln von Magic Kazooie sind an jeder Ecke zu sehen. Die Sprechblasen sind in der gleichen Schriftart und gleichen aufgebaut wie damals zu Magic Kazooie. Die Geräusche, die Charaktere machen. Wenn sie sprechen. Das ist schon Nintendo-Style ein bisschen gewesen, aber es war schon von Rare damals sehr lustig gemacht. Das ist auf jeden Fall enthalten. Dann der ganze Art-Style, auch das Teamwork zwischen den beiden Hauptdarstellern ist wieder typisch Banjo-Kazooie. Der Laylee ist auf dem Kopf von Yooka und das ist alles so wirklich von Kazooie gemacht, der auf dem Kopf von Banjo oder auf dem Rücken waffen. Oh, tut mir leid! Dass ich in diesem Nerdtum nicht ganz bewandert bin.
Da kriegt man gleich mal eine Schelle hier von links. Und jedenfalls ist es wirklich sehr, sehr angelehnt vom ganzen Aufbau her und vom Level-Design her. Und alles ist wirklich sehr, sehr, steckt voller Energie und voller Kraft von Banjo-Kazooie. Und natürlich kann wieder jeder reden. Diesmal sammelt man keine Puzzles, nämlich die goldenen Blätter eben von dem Buch. Dann kleine Schmetterlinge können reden und so. Und alles mögliche. Und man sammelt natürlich jede Menge ein, wie eben Schmetterlinge, goldene Federn und die Pages eben selbst. Und dann noch Moleküle und Geister. Also es gibt wieder viel einzusammeln, was so typisch war für die Banjo-Kazooie-Spiele oder für Rare-Spiele generell. Es gibt auch einen Ersatz für Mumbo, den Zauberer, nämlich Dr. Kapuzisti. Genau. Hier kann er sich wieder verwandeln. Könnt ihr euch verwandeln lassen und dann eben andere Gestalten annehmen, quasi. War in Banjo-Kazooie auch so der Fall, ne? Genau, diesmal heißt angeblich in jedem Level, wo das sagt der Ladebildschirm. Bei Banjo-Kazooie war Mumbo eben nicht in jedem Level. Vertreten. Genau. Das Spiel hatte einen weiten Weg hinter sich. Ich weiß gar nicht mehr, ob es über Kickstarter finanziert wurde oder irgendwie wurde es gefundet, glaube ich auch. Also es war gar nicht so richtig klar, dass es gemacht wird. Es hat auch keinen großen Publisher, glaube ich. Team 17 und Playtonic sind die Entwickler und Team 17 hat es vermutlich gepublished und es hat einen harten Weg gehabt, hat auch lange gebraucht, bis es fertig war. Ursprünglich wollten wir es für die Switch haben, aber da gibt es ja nur diese Limited Run Edition oder diese, keine Ahnung, so eine besondere Edition, die natürlich auch natürlich die teuerste ist, und aber die Switch-Version soll auch die beste sein, aber das ist alles sehr... Es gibt es ja nicht als Hardware, sag mal. Genau, und das ist uns ein bisschen schwierig gewesen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt schon draußen ist. Kann sein, dass es ist draußen, okay. Oder es gab es nur digital, genau. Ansonsten gibt es nur digital quasi. Und das wollten wir ja nicht. Wir wollen ja keine digitalen Spiele mehr kaufen, so. Deswegen hier Team 17 und Team 17, ich meine Yooka-Laylee, wirklich sehr hübsch gemacht. Und diesmal gibt es keinen Maulwurf, der das beibringt, nämlich die Schlange. Wie heißt die immer? Trauser. Die hat eine Hose an. Ja, die ist durch ein Hosenbein und geht durch das andere Hosenbein wieder rein und dann hat sie quasi die Hose an. Das ist sehr lustig. Und ich muss sagen, auch die Musik ist wirklich hervorragend und erinnert perfekt an die Banjo-Kazooie-Zeit und an die ganzen Dinge, wenn ihr unter Wasser geht, wieder wird die Musik sehr idyllisch und ruhiger und harmonischer. Und das sind alles so kleine Details, die einen wirklich zurückversetzen in die Zeit und so ein bisschen Banjo-Kazooie-Style aufleben lassen. Macht einen gleich jünger. Ja, also macht wirklich sehr viel Spaß. Ich mochte damals die Fledermaus mit der roten Nase nicht so, weil die mir ein bisschen betrunken vorkam mit ihrer Saufnase da. Ich weiß, ja, kann das sein, aber trotzdem, ich war am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, zumindest, muss ich sagen, waren sie mir nicht so sympathisch. Aber jetzt habe ich es ein bisschen gespielt und jetzt muss ich sagen, ist doch schon recht hübsch geworden, alles, das ganze Charakterdesign. Auch der Witz und der Humor im Spiel sind sehr gut vertreten. So findet man zum Beispiel den guten alten Shovel Knight auch als Charakter im Spiel, als Gast. Und ist alles sehr schön gemacht. Der Humor ist auf jeden Fall auf richtigem Niveau. Und macht jedenfalls Spaß, das Spiel. Was neu in dem Spiel ist, dass man das Level erweitern kann, indem man mehr Pages zahlt. Das gab es bei Banjo und Kazooie nicht. Das ist Puzzle einfach freigeschalten, war gut. Und hier kannst du eben, da gibt es Bücherwelt und das kannst du dann eben noch erweitern. Ist es einfach nicht ein neues Level dann einfach? Nein, es ist aber das Gleiche. Und du, zum Beispiel, hier gibt es einen neuen Berg oder du kannst was aufsperren, da reingehen, das gab es eben da. Okay. Und die beschweren sich dann immer, so wenig und so ein Zeug, obwohl wir so viel geblättert haben und das ist so lustig halt einfach. Okay. Kann ich empfehlen. Sehr schön, auf jeden Fall. Wir haben Spaß damit. Genau, und darum sagen wir euch jetzt auch keinen Preis, weil ich weiß ihn nicht. Und ja, das war ein Geschenk. Geld ist nicht immer alles. Genau. Okay, also, dann können wir uns jetzt aber ruhigen Gewissens verabschieden und euch schon mal vorbereiten auf die nächste Folge, die es abgeht. Und Mannheim 2 heißt es dann. Mannheim 2. Und ja, viel Spaß auf eure Wege, was auch immer ihr tun und habt eine gute Woche. Wollt und tun werdet. Viel Spaß damit und wir bedanken uns und sagen auf Wiedersehen. Goodbye.